Recht herzlich willkommen zur 109. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir hier die Zuckerlinie noch gemacht. Gucken wir mal nochmal im Markt rein. Was fehlt denn jetzt hier noch? Backwaren sind da, Bier ist da, Eier sind 10 Stück da, könnten mehr sein. Weil die sind gleich auch schon wieder weg. Textilien fehlen, aber es gibt auch keine Textilfabrik, genauso wenig wie es eine Obstfabrik, also Obsthof gibt oder wie das auch immer sich schimpft jetzt. Gehen wir mal gerade zu den Eiern, das war ja hier oben, ne? Die Geflügelfarm hier, die produziert doch Eier, ne? Wie sieht es mit den Eiern aus? Es gibt genug Eier. Nur, die werden nicht weggebracht, oder wie? Ja, Eier gibt's hier genug. Und die werden hier hingebracht. Wo ist die Eierbude? Ne, die Backwaren sind hier. Und hier liegen auch Eier, 42 Paletten Eier, Rodolfzell Markt. Also da werden zu wenig runtergebracht in dem Sinne, ne? Weil was bringen die da weg? Die Backwaren vor allem wahrscheinlich, ne? Da ist doch hier einer bestimmt, ne? Linie Bäcker Marktmühle. Der hat jetzt Zucker mit, das soll ja auch so sein. Das haben wir letztens noch umgestellt. Jetzt kriegt er gleich 100% Backwaren mit Wetten. Nee, der kriegt 27 Paletten Eier mit. Guck an. Geht doch. Okay. Da ist noch einer. Der hat auch Zucker mit, passt. Na komm, da können wir auch so offen lassen und gucken. Da unten ist ein Bus, da kommt der nächste LKW. Zucker, Zucker, alle haben Zucker dabei, das ist auch richtig so. Gibt es da noch einen LKW? Dahinter ist keiner. Da fährt noch einer. Aber der fährt woanders rein, also kann es der nicht sein. Der biegt da auch ab. Okay, müssen wir gerade mal gucken. Der fährt da auch rein, also. Aber warte mal, die fahren ja da oben her, ne? Kann das sein? Ist die Frage, ne? Ja, die müssen ja, wenn hier vorbeikommen, glaube. So, was hat der denn drin? Der fährt mit Zucker, der fährt schon zurück. Der hat jetzt auch 27 Backwaren. Der tauscht gerade. Der hat Backwaren und Eier, okay, das passt dann. Der hatte nur Backwaren, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und er hat Backwaren, okay. Das meiste, was transportiert sind, sind Backwaren. Liegt aber auch daran, dass die Produktion hier natürlich am meisten Backwaren hat, ne? Ach, jetzt sind auch gar keine Eier mehr da. Okay. Das ist natürlich dann die Frage. Kommen hier zwei, bringen die beide hier Eier hin? Ja. Der hätte nur 12 Paletten, der kann noch mehr laden wie 12 Paletten. Achso. Nee. 27 Paletten, dann war der nicht voll. Wie, die bringen nur 12. Da passt was nicht. Da passt was nicht in der Hinsicht, dass dann die Haltestelle zu klein ist oder was? Nee, es ist doch nicht. Geht doch hier. Wieso liefern die nur 12 Eier dann jeweils an? Hm. Das ist mir schleierhaft. Jetzt hat er den nicht natürlich erwischt. So, ach so, die sind direkt übereinander gelappt. Super, klappte prima. Fahrplan ist aber richtig. Das ist die Frage, ne? Was nimmt der gerade mit? Der fährt jetzt hier rein, das ist ja auch okay.
Und? Kriegt alle Eier mit. Sind auch 27. Komisch. Ach klar, die einen werden ja gleich in die Backbahnfabrik reingebracht. Klar. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Deswegen lagen wir nur so 12, 24, genau. Alles klar. So, das bedeutet aber, dass dann da noch ein LKW fehlt für die Eier, oder? Kriegen wir noch einen von den Transport-LKWs mit, die da runterfahren, oder sind die schon weg? Ah, die sind schon beim Markt gewesen, alle wahrscheinlich. Ich sehe jetzt hier keinen mehr, ne? Ach so, die fahren ja auch eine Runde, ne? Müssen hier oben irgendwo sein, genau, da ist der letzte. Gut. Dann würde ich aber trotzdem einfach mal sagen, dass wir einen LKW noch da hinten mehr draufsetzen am Geflügelhof. Und das ist Bier, da sind die Eier. Und das ist der mit dem Anhänger. Boah, Eier Adenauer, da sind sie doch, oder? Und starten. Der kommt da jetzt raus. Ne, wartet noch. Ne, da hat er Freistrecke gekriegt. Der andere muss warten. Das war die Bushaltestelle. Hat gut geklappt. So, da haben wir. Das ist der neue LKW. Das kommen wir dazu. Und lass mal schneller laufen gerade. So, der fährt zum Hühnerhof durch die Stadt durch. Holt der Eier und Back, also nur Eier für da überall. So. So, 12 Paletten Eier. Was bringt der zweite? Ah, der hat geholt, war aber nur Backwaren wahrscheinlich dann, ne? Ne, dann war das der falsche, dann ist das der richtige. Der hat nur Backwaren geholt, stimmt. Ja. Das ist die Station mit dem Backwaren und den Eiern. Jetzt mal schneller laufen. So, jetzt sind auch gar keine Eier mehr da. Alles weggeholt. Das ist schon mal schlecht. Jetzt sind wieder Eier da. Weg. Da sind jetzt Eier da. Das ist alles weg. Also ich glaube, wir können da noch sogar einen draufsetzen, weil das wird ja immer abgeholt, ne? Wo ist er jetzt? Er fährt da runter. Okay, dann lass uns noch ein Eier-LKW holen. Den setzen wir da noch drauf. Der mit dem und fährt Eier Adenauer an. Und starten. Das soll erstmal passen. So, und dann müssen wir gucken, wie es weiter ist. Würde ich erstmal sagen, schauen wir erstmal die Städte hier nach, ob die gewachsen sind. Das sieht hier alles noch abgedeckt aus. Machen wir hier die Karte auf. Döbeln, wie ist Döbeln? Döbeln ist voller Stau und keiner weiß warum. Busse stehen, LKW stehen. Warum sind hier so viele LKWs? Zucker, Döbeln, Adenau. Ja. Da gibt's keinen Zucker mehr. Weil wahrscheinlich jetzt genug Zucker da ist, ne? Lass den mal gerade wegfahren.
Wieso haben wir jetzt so viele LKWs hier drauf? Okay, da fahren aber auch welche da hinten lang. Nur hier ist jetzt einer zu viel. Nach einem fuhr das ja schon, ne? Also. Ne, das machen wir nicht so. Den schicken wir dann zum Depot. Genau. Und tschüss. Dann fährt hier auch alles wieder. Die anderen fahren ja zum Hafen. Die standen natürlich auch noch in der Schlange, ne? Das war jetzt nicht so dolle. Okay, da steht jetzt einer drin. Und die anderen wurden wahrscheinlich blockiert mit den Zuckerrüben, dass die auch nicht fahren konnten, oder wie? Die ist voll. Und da auch. Und jetzt ist kein Abnehmer da, oder wie? Ist hier der Platz voll von der Haltestelle? Nee. Zucker kommt hier gar nicht an. Hier muss ja Zucker bleiben, oder? Da kommt er auch. Also das funktioniert noch. Und die Backbahn waren ja hier, ne? Da ist die voll mit Zucker. Achso, die ist voll mit Zucker. Das ist das Problem. Die möchte auch gar keinen Zucker mehr haben. Ach, die Karte hätte ich auflassen können, ne? Aber wenn wir schon hier sind, können wir hier auch gerade nach Bushaltestellen gucken. Hier ist aber alles abgedeckt. Das heißt, das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir nach Adenau. Ne, Altenau. Oh, Altenau braucht was. Altenau hat gebaut. So, das bedeutet... hier die Bushaltestelle Abdeckung. Und wo ist die nächste? Da. Das bedeutet, dass wir hier irgendwo hin müssen. Mit der nächsten. Weil Wasser, das ist ja hier extra mit dem Hafen. Dann lass uns mal schnell die Straße erweitern. Nein, das müsste so passend sein. Haltestelle kommt dahin. Ja, und dann haben wir diese Ecke da über, aber der Rest ist ja irgendwo auch abgedeckt, aber warte mal, das bedeutet da? Nee, da. Da packen wir die Haltestelle jetzt hin. Müssen wir gerade das Land noch korrigieren. Ja. So. Und dann packen wir die Haltestelle da ein, ne? Dann sollte alles abgedeckt sein. Sieht soweit gut aus. Gut, dann können wir das schließen und dann müssen wir gucken, dass der Stadtbus da anders fährt. Den müssen wir mal, schade, gleich mal anklicken. SB Altenau, okay. Hätte ich jetzt natürlich da auch direkt klicken können gerade, ne? Stadtbus Altenau. Linie ändern. Und der fährt Hafen nach Altenau-Römerstraße, die da oben ist. Ach, haben wir ja schon geändert. Fährt dann wieder dahin. Dann dahin. Und dann müsste er wieder... Ja, passt, ne? Fährt er wieder zurück. Sieht gut aus. Fertig. Fertig. Der Bus, der LKW ist angekommen. Auch gut. Kurz schneller laufen lassen. Dass der da oben fährt. Macht er. Nehmen wir gerade noch auf. Dass wir sehen, was er macht. Müsste jetzt gerade ausfahren, ne? Genau. Das Denkmal fällt da nicht rein. Das fällt hier rein, ne? Ja. So, fährt dann hier hinten hin. Und das waren die Fahrgäste nur von da, ne? Ja. Also ist da groß keiner, denke ich.
Einer. So, und fährt dann weiter. Gut, damit hat er 3 Bushaltestellen. Das ist ja schon ein kleiner Sprung nach vorne, hätte ich jetzt gesagt, ne? Gut. Bleibt erstmal so. So, was macht der Ort gegenüber? Der wächst nicht. Redenburg. Hat hier zweimal Beladung stehen, das passt aber. Der Ort wächst, aber wir müssen noch nichts daran tun. Passt, hier unten ist natürlich die Sehenswürdigkeit. Dann Waldeck, die waren ja etwas kleiner hier noch geblieben, ne? Ja, die bauen die längste Straße außerhalb ihrer Abdeckung. Aber da wird es dann auch ganz schnell irgendwann kommen, denke ich. So, Floto, da ist nichts gekommen. Ne, passt noch. Sonderhausen hat ein Hochhaus gebaut hier, sehr schön. Aber ist abgedeckt und Lauter, das war glaube ich unsere größte Stadt, ne? Hat alles abgedeckt, ne? Ja, hier ist schon was weitergebaut, passt. Ja, wie groß sind unsere Städte? Sehen wir in der Stadtliste, da ist er. Floto? Nee. Doch. Nee, jetzt was. Ach so, das war der falsche. Lauter, 1400 passt. Okay, das ist dann soweit geklärt. Jetzt ist jetzt die Frage, ne? Wir haben ja überall, wenn wir hier raufklicken, auch das Postaufkommen, ne? Ob wir das mal anpacken sollten. So. Müsst ihr hier mal irgendwo so gucken, wie viel Postaufkommen hier so ist, ne? Postbus in die Wege leiten. So ein Ding ist hier doch ziemlich viel, ne? 18. Über das Schloss hier auf der anderen Seite. 150. Vielleicht sollten wir mal hier in Lauter, in unserer größten Stadt, was mit der Post anfangen, oder? So. Briefkasten. Briefkasten deckt dann auch noch was ab, ne? Den kannst du gleichzeitig beim Dingens mit hinbauen. Jo, sehr gut gemacht. Auch da ist die Bushaltestelle immer noch etwas schwierig zu sehen. Machen wir das doch mal hier aus, oder? So, haben wir ein ganzer Ort mit Post. Jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug dafür, ne? Das war ein Floto. So, das weg. Das da. Busse. Und das hier ist unser Fahrzeug für... Was ist das denn jetzt hier im Bus noch drin? Den können wir erstmal rauskicken. 30 Sack Post, 80 Sack Post. Gut, dann nehmen wir den. Und der fährt auf der Route Floto, ne? Oder? Stadtbus Floto muss der abfahren. Das ist ja das gleiche wie... Nee, Lauter war das nicht. Floto, do. Floto ist das Dingens. Starten. Und jetzt müssen wir gucken, wo der ist. Da fährt er. Jetzt lassen wir den mal düsen. Und gucken mal, was der am Post mitnimmt. Ob da was passiert und das taucht. So. Okay, er fährt zum Schloss zuerst, oder wie sehe ich das? Ja. Und hat er 3 Sackpost mitgekriegt. Das ist ja schon mal was. Und dann gucken wir, was das nächste passiert hier. Gibt es ja auch Post. Ja, da hat er schon 2 Sack dazu bekommen. Ja.
Das macht doch einen guten Eindruck, oder? Quält er sich die Sträge hoch? Fährt jetzt wohin? Also wahrscheinlich zum Rathaus als erstes. Ja, hat aber wieder 4 Pakete. Jetzt fährt er da hinten zu dem Turm hier. Oder liegt er da nicht? Nee, weiß nicht. Nee, doch, der liegt hier mit dran. Ja. Okay, da gab es aber leider nichts. Da hat er wieder was losgeworden. Nur ein Sackpost. Zwei. Ein. Zwei. Fünf. Dahin. Da gab es nichts. Jetzt hat die Runde rum und da hat er 6 Blackpost. Und wenn wir jetzt so oben gucken, hält sich das in unserer größten Stadt hier. Naja. Der macht Minus auf Dauer, ne? Wie wir sehen. Obwohl, ne, warte mal, jetzt wird's mehr mit der Post auch, glaube. Er fällt runter, jetzt geht er unter. Also ist ausgependelt, sag ich mal, ne? Ja, mal hat er mehr Post, mal hat er weniger Post. Zwischen 100 und 200 liegt das Minusgeschäft da oben immer, ne? Das Teure waren die Anfahrtskosten, aber jetzt geht er über 200. Jetzt ist die Frage, ne? Was können wir da tun, dass das sich effizient gestaltet? Am Anfang gab es mal eine Postkutsche, die konnte nur Personen und Post fahren, ne? Oder? Aber das ist hier mit Post, gibt es jetzt nur diese Wagen, ne? Ja, Anhänger gibt's da nicht für. Ja, das bedeutet, kannst du nur den Bulli fahren lassen. Und dann musst du überlegen, ob du dann noch einen Ort anschließt, ne? In Floto vielleicht noch, dass du die... Ups, das war das falsche Kreuzchen. Also das ist ja hier unsere größte Stadt und danach kommt Floto. Dann ein Verbindungsfahrzeug von Floto über Sonderhausen nach Lauter. Und hier oben auch nochmal Post einsammeln. Sollte man vielleicht in Betracht ziehen. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann machen wir hier einen Bulli, der hier durchfährt. Und dann machen wir noch einen zweiten Bulli. Beziehungsweise ist ja dann schon der dritte Bulli, der dann von da mitnimmt über Sonderhausen. Diese 4 Bushaltestellen sind abfährt und dann zum nächsten fährt. Dann kommt das Aufkommen, wird dann wahrscheinlich auch größer. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.